Gib uns voll voll zu. Das ist er. Erklären wir jetzt die Scheißkugel oder nicht? Wunderbare Fische. Absolut. Klein, aber fein. Wir freuen uns mega. Hallo, mein Name ist Thomas Hirschbauer und wir, Georg, Gera und Christopher, nehmen euch auf eine Reise nach Kroatien mit, wo wir näher auf das Thema Weitwerfen eingehen werden. Ich konnte an diesem Gewässer schon mit 2 Touren Erfahrungen sammeln und daher wussten wir, dass wir die Plätze vor allem mit Boilies, Mais und Tigernüsse aktivieren können. Wenn ihr euch jetzt 30 Kilo Karpfen erwartet, aus einem Bayleg, dann könnt ihr jetzt ausschalten. Wir haben die Routen schon fürs Long-Distance-Casting aufgebaut und im Folgenden werden wir euch ein paar Tipps geben, die euch das Weitwerfen erleichtern werden. Die Boilies wurden im Vorhinein mit pulverförmigen und flüssigen Bait-Attraktor vorbereitet, sodass die größtmögliche Attraktivität am Futterplatz erzeugt wird. Ein starkes Gewitter hat uns das Haus und die Garage geflutet und wir starteten 5 Stunden später als geplant. Werner blieb zu Hause, um die Schäden zu beheben. Das passt perfekt, das passt perfekt. Wir ließen uns aufgrund des Unwetters nicht die Stimmung vermissen. Warum genau dieses Ziel? Aufgrund unserer schnelllebigen Welt, unserem fordernden Berufsalltag und um den Kopf frei zu bekommen von Social Media, Handys und Computer, haben wir uns dazu entschlossen, unsere Komfortzone zu verlassen. Eine Tour, die man nicht zu 100% planen kann. Abgeschnitten von der Außenwelt, nur mit dem Boot erreichbar, ohne Handyempfang, konnten wir uns auf das für uns Wesentliche konzentrieren. Abenteuer, Freundschaft und die Fischerei. Vor lauter Vorfreude auf unseren Urlaub haben wir mit einem kalten Bier angestoßen. Durch den herzlichen Empfang von Draschen, der schon wie abgesprochen mit dem Boot auf uns wartete, konnten wir gleich mit der Blattsuche beginnen. Die unglaubliche Geschichte über das geflutete Dorf legt einen besonderen Zauber über den See. Wir konnten die Fische lokalisieren und haben uns für diesen Platz entschieden. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Wir sind da, mitten in der kroatischen Wildnis, in der Nähe von einem Nationalpark.
Ihr seht es dann eh, zum Rand hin sehr bekrautet, schwierig zum Fischen, trotzdem ein überraschend starker Angeldruck. Der Boden sehr schlammig, die harten Stellen sind wirklich zum Suchen. Wie ihr seht, wir haben schon aufgebaut, wir haben gescheit angefuttert, es blaselt gerade richtig. Der Thomas und der Georg werden heute auf Karpfen fischen. Ich werde versuchen auf Waller und Zander. Wir sitzen auf einem sehr beengten Platz, aber wir haben, glaube ich, gut aufgebaut. Und jetzt schauen wir, was geht und starten wir in eine richtig geile Woche. Georgs Routen wurden neu mit Adrenalin 0,30 mm bespult und es wurde eine konische Schlagschnur von 0,30 auf 0,60 mm vorgeschaltet. Wie sieht unsere Vorbereitung aus? Das Wichtigste für uns ist, einen guten Platz zu finden und dafür lassen wir uns ausreichend Zeit. Wenn ich Danny Fairbrass zitieren darf, sind bei Erfolg und Misserfolg zu 98% die Platzwahl entscheidend. Aufgrund des schlammigen Untergrunds haben wir gezielt die wenig harten Stellen gesucht und gefunden. Hier zum Thema Hirschbau approved stelle ich euch den Nash Siren R3 vor. Über 400 Meter Reichweite, sehr geringer Batterieverbrauch und es gibt keine Fehlbisse, die durch Wind, Unterströmung oder Fließgewässer ausgelöst werden. Ich kann ihn euch hiermit nur empfehlen. Danach kam wieder der Bader-Traktor zum Einsatz, um die Köder attraktiver zu machen und dann begann die Arbeit mit der Spotroute. So, wir haben hier auf dem Gewässer auf 130 Meter eine Hängereihe und wir positionieren die Routen davor, 5 Meter Sicherheitsabstand, auf 125, 124, 121 und damit es uns auch in der Nacht und so weiter gelingt, so die Routen habe ich wieder gehört, aufpassen, wir haben Run auf Run hier, wird es abgelenkt. Beim Ablängen verwenden wir hier die Distance Sticks. Die Distance Sticks sind so wichtig für uns, dass man nicht rauswerfen muss und so weiter, so am Anfang geht man her, lenkt die Markerroute ab, lenkt die Spotroute ab ein bisschen weiter und dann die Route, mit der sie fischen. Ganz wichtig ist, dass ihr den Bügel aufmacht. Beim Bügel aufmachen ist der Vorteil, dass die Schnur nicht verdrallt und somit tut es euch viel leichter mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger, geht es auf die Spule rauf, lenkt es ab. Wenn ihr die richtige Länge erreicht habt, dann macht es den Bügel zu. Gebt entweder so ein Ringel drauf, wie sagen wir zu Baitband, das gibt man ein beim Schnurclip oder direkt auf die Schnur so ein Gummiringel oder ein Gummiband, das knotet man rauf. Vorteil bei dem Band ist es, dass man es einklippt hat oder am Tag ausklippt. Man braucht es nur mehr einklippen und wirft neu aus. Bei dem ist es ein bisschen komplizierter, da muss man einmal in eine andere Area werfen, gibt es dann auch ein und schießt es wieder raus. Wie ihr hört, der Georg füttert unten und wir hoffen, dass die Fische weiterlaufen. Wir versuchen dann in weiterer Folge. Ah, bis! Komm.
Da rechts ist ein Hänger. Da waren wir schon ein paar Mal drinnen. Da müssen wir aufpassen. Der geht schon ein bisschen komisch. Ich bin Hänger zu. Voll abgerissen, das ist der Rote, das Wasser nicht mehr von da gezogen. Voll du hängst bei mir gleich, ich schwimme sofort. Ja. Ohne umreißen. Einfach lassen und dann schwimme ich sofort. Vielleicht ist das echt die Kellergröße. Ich weiß nicht, was ich oben habe auf der Roten. Spule ist komplett zu, ich wollte gerade Schnur nehmen. Kein Zentimeter da gekriegt. Und frei. Da ist ein Hänger. Hängst? Nein, ich bin frei gekriegt. Einfach aus der Oberfläche. Angry Bird, Alter. Nochmal gehängt. Frei. Digga. Aua. Ah, genau an die Hüften. Nimm Bam, 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 da sind wir schon drinnen. Hart erkämpft, hart erkämpft, hart erkämpft. Die Route ist keine 20 Minuten gelegen. Pinker Bobby, D-Rig, Hammer. Ganze Nacht nichts gehabt, große Köder gefischt, gewechselt. Bam hat's gemacht. Richtige Taktik. Kleiner Spiegler am Futterplatz. Gestern richtig geschüttet, heute zweimal die Taktik verändert. Jawohl, jawohl. Wir haben sie wieder. Klein, aber fein. Freuen wir uns richtig, oder? Schick uns die Mama. Zweimal gehängt. Zweimal gehängt vom Baum. Das ist richtig Arsch. Es ist kein Fallbeschrei und deswegen freuen wir uns so über diese Größe, Alter. Richtig geil. Der ist fertig jetzt da. Schau oben, das Ding ist komplett eingerissen, die Flossen. Ganz vorne siehst du. Mhm. Da ist ein Markantschad oder Wiedererkennungswert. Wunderschöner Fisch, gell? Zweimal gehängt. Schau, wie er geil aufstellt, die Flossen. Zweimal gehängt. Zweimal gehängt. Und wir haben ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn, ich hab ihn, den Tanker. Oh, Deck, here we go. Nix Outtake. Ja, geil, hey. Danke. Klasse. Danke. Geil. Hat sich ausgezahlt. Bam. Tag ist über. Kleine Köder. Die können genauso auf Praxen laufen. Thank you.
Wow, Jungs, zweite Nacht, Strategie voll aufgegangen. Erste Nacht haben wir gefüttert, gestern richtig nachgefüttert und bam, halb fünf, halb sechs, halb sieben, bam, oder? Richtig, bam. Sauber, richtig geil. Und Thompson, wie geil ist das, Alter, wenn du da stehst, der Nebel zieht ein auf diesen riesen Stausee in der Fuhr, du stehst im Brühl. Mein erster Creation Cup, Alter, ich bin sprachlos. Jetzt ich bin richtig sprachlos. Und ich taug mir so, dass es so gleich startet. Ich habe zwar leider noch nicht einmal Köderfisch erwischt, aber saugeil, dass die Karpfen gleich anfahren. Aber nur geil. Das, Jungs, ist Adventure. Das ist kein Baylake-Fischen, das ist Adventure, Alter. Und ich kann eins mitgeben, der Typ, was abgerissen ist aus Österreich, hat gesagt, es geht nichts, wir müssen zu fahren heim, es ist alles scheiße. Wir kommen, bam, bam. Rambazamba, hey. Erste Wahnsinn, ja. Ich bin echt geschlacht, hey. Ja, wir sind mal länger gesessen. Absolut. Montagen geredet, was machen wir für einen Plan? Natürlich genossen einfach mal, es ist ein Urlaub für uns. Ja, aber Strategie ist aufgegangen. So, und jetzt schauen wir, dass die Routen nicht ausgegangen, oder? Definitiv. Auf die nächsten, Jungs! Auf die nächsten Männer. Yeah! Yeah! Auf geht's! Thank you.
Gutes Essen ist uns sehr wichtig. Bei solchen Trips verwenden wir des Öfteren einen Dartschaufen. Er ist leicht zu bedienen und die Speisen schmecken hervorragend. Denn wir benötigen ausreichend Energie bei diesen Futtermengen, die wir werfen müssen. Wir fischen hier in Kroatien zwei unterschiedliche Montagen und die möchte ich euch jetzt kurz vorstellen. Die erste Montage besteht aus einem Cora Crank X Haken in der Größe 4 und das Vorfachmaterial verwenden wir ABB Fluorocarbon Butterfly in 27 Lips. Es wird ein steifes D eingebunden, um die Weißfische zu selektieren, und es ist ganz wichtig, dass man einen Wirbel mit einbindet, damit der Köder drehen kann. Es kommt ein Anti-Dangle-Sleeve aufgezogen und hinten, was wichtig ist, einen Achterknoten, damit das Fluorocarbon nicht bricht. Als Köder verwenden wir auf dieser Montage hier eine halbe Tigernuss und einen ausgewaschenen gelben Pop-Up. Ja, für die zweite Montage verwenden wir als Vorfachmaterial BB Jellywire in 35 Lips. Als Haken verwenden wir den BB Jungle Hook in der Größe 4. Es wird wiederum ein steifes D eingebunden, um die Weißfische und die Zwergweiße zu selektieren. Wieder wichtig einen Wirbel, damit der Köder drehen kann. Es wird ein Shrimp Aligner von BB aufgezogen, hinten wieder ein Anti-Dangle Sleeve. Und das Kontergewicht verwenden wir Fox Quick Change Blei. Als Köder haben wir da eine geschrumpfte Triggerkugel in 20 mm und oben wieder einen ausgewaschenen gelben Pop-Up, weil sich herausgestellt hat, dass diese Farbe einfach am besten funktioniert hier. Croatian Carp, Boys. Absolut geil. Absolut geil. Absolut traumhaft. Thank you.
ich stehe im Piraten und auf einmal geht die Schnur aus. Jungs, Alter, das ist kein einziger Töter. Jawohl! Dann skippst. Herrlich! Montage fängt. Richtig geiler Fisch. Mitten in der Gelsen-Version. Schurli füttert schon wieder. Wir geben Gas, Jungs. So, wir holen jetzt noch an. Oh, ja. Jawohl, Gerda! Ich verwende hier zum Spotten ausschließlich Free-Spirit-Routen. Auch als Markerroute verwende ich ein Free-Spirit-Bomb-Rod. Zum Markern habe ich ein 16 oben, einen ganz und leichten Marker, habe ich selbst gebaut, dass ich auch über 170 Meter komme. Spomb-Rod, gleiches Setup, 16er Schnur, 30er Startring, weil sich die Schnur besser legt. Und fürs absolute Weitschießen benötige ich die Launcher, weil ihr einfach mit der Alien am weitesten kommt. Hier ein paar Tipps, wie sie auf die Weite kommt. Es ist ganz wichtig, zuerst ein sicherer Stand. Sucht euch einen Platz an, wo ihr gut steht. In Schrittstellung, hinterer Fuß, das Gewicht oben, beide Hände ausstrecken. Ganz wichtig bei der Alien, legt sie hinten auf, schaut hier, bis die Alien am Boden berührt. Und wie sie am Boden berührt, fokussiert sie euch nur mehr nach draußen. Hinten passt alles, ist alles sicher. Beide Hände ausgestreckt, Körper geht nach hinten. Ihr ladet das Ganze auf und dann versucht sie über die rechte Hand mit dem Hebelmechanismus das reinzuziehen. Und die letzten 30 Meter entscheiden sie mit der linken Hand, ganz wichtig, eine richtige Faust machen. Eine richtige Faust mit der linken Hand und wirklich diesen Zupf machen, dass du sagst, jawohl. Und es ist ganz wichtig dabei, dass man nicht reißt, weil beim Reißen wird der Körper müde. Ich kann zum Beispiel den ganzen Tag 165, 170 Meter füttern. Ich bin nicht schnell, aber ich kann immer füttern. Ich bin auch beim Reinkurbeln ganz langsam, weil mir von da bei der Hand immer die Krämpfe ein. Das heißt, ich ziehe ganz gemütlich ein, die Alien dreht sich draußen, kommt ganz leicht rein und somit ist es wirklich nicht entspannend, aber es ist viel einfacher. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Aus meiner Sicht, die Hände weit auseinander, darum ist die Spule da drinnen oder dann in weiterer Folge da. Beim letzten Finger, dass ihr das wirklich, wirklich mit beiden Händen erfaust und dann geht das Werkel ab. Es gibt dann noch ein paar Schmähs mit Aufklatschen, dass ihr draußen streut und so weiter, aber das kommt beim nächsten Mal. We'll be right back.
Bam, Freunde, oder? Ha. Haut euch den Schuppi an. Erster Schuppi der Session. Wunderbarer Fisch. Absolut schön. Jawohl. Bam, Freunde. Bam, Männer. Das ist ein Fisch. Ein richtiger schöner Kämpfer. Ha. Geiles Teil. Lass mal ihn schwimmen. Freiheit. Schenk's ihm. Andere Richtung, Markalle. Weltklasse, geil. Richtig geil, Markalle. Absolut geil. Absolut geil. Nachdem wir schon so einige dicke Fische in dem Hindernis rechts von uns verloren haben, wurde es mir zu blöd und beim nächsten Fisch bin ich hinausgeschwommen. Ich habe mich an der Schnur herangetastet und habe versucht, den Hänger mit an Land zu ziehen. Ich war nach 20 Minuten Kampf mit dem Baum körperlich am Limit und Georg rettete mich mit der Spotrute. Ich habe den Baum einiges unterschätzt, also Leute, bitte nicht nachmachen. Wir haben sie getauft, Freunde, Hells Bells. Sie laufen. Die gehen uns nebeneinander, nicht übereinander. Und das ist der Key. Das war richtig entgegengeschworen. Alter, ich liebe dich, danke, dass du das Wasser gemacht bist für mich. Abfällt! Das ist Freundschaft! Waschelnass habe ich in einem Poli da. Ja, ich hab's uns da für dich. Ich hab alles für dich da, Alter. Ich nehm dir zu mir in die Liege mit einer, Alter. Oh, Meister, 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 Meister. Ich leg einmal die Ruten ab. Geile Cash-Aktion, hey. Jump it in the water. Ich heb's auf, oder? Bleib du mal. 13 Grad aus. 13 Grad aus. Ich geh aussehen. Du bleibst da bei mir. Ich komm nicht. Ich hab wieder das Gießen. Ich hab das Gießen verbarscht. Bleib da jetzt. Ein bisschen zurück, mein Gnäse. Geht in der Nähe. In der Nähe. Abschöpfer. Abschöpfer. So, Freunde, Alter.
11 Uhr in der Nacht, nachdem die letzte Nacht ziemlich ruhig war. Der Thomson hat es erklärt, wir haben große Köder gefischt. Haben wir jetzt umgestellt auf kleine Köder und schaut euch diesen kroatischen Spiegler an, Freunde, Alter. 13 Kilo, 11 Uhr in der Nacht, Full Run. Einer gepumpt, damit er nicht im unteren Wasserdschungel hängt. Und dieser Beauty, Alter. Absolut geil. Thomson, danke für diese Cash-Aktion. Ich geh die schmusen, Alter. Echt. Das ist Teamwork. Absolut geil. Absolut geil, dieser Beauty. Absolut schön, oder? Geil. Super Fischer. Der Thomson ist mit seinem letzten trockenen Gewand für mich schwimmen gegangen, als wir den gecashert haben, Leute. Ja? Nur damit ihr wisst. Geld in der Nacht. Und auf Wiedersehen, bring uns. Bring uns noch den Opa. Das wäre schön. Das jetzt gehen wir spotten, oder? Ja, wir sollten ein bisschen was nachschießen. Mhm. Das ist schön, das ist schon. Was für uns bei so einem Ausflug essentiell ist, ist ein vernünftiges Feuer. Jeder schafft es, irgendwo ein Feuer zu machen, aber wir haben mittlerweile ein paar kleine Tricks auf Lager, damit es einfach schneller geht. Dazu auf jeden Fall ist einmal wichtig, eine vernünftige Feuerstelle zu machen im Lager, so dass man nichts abharzt
sodass das Feuer safe sein kann. Dazu heben wir immer ein bisschen eine Schicht vom Boden ab, legen Steine herum, die wir hier hart haben suchen müssen, aber es ist es einfach wert. Wir sorgen dafür, dass wir tagsüber schon ein Feuerholz sammeln, uns das zurechtschneiden, zurechthacken, zum Resttrocknen noch in die Sonne legen. Wir sorgen dafür, dass wir Zunder haben, daneben her trockenes Gras. Ideal wäre natürlich eine Birkenrinde, die wir hier leider nicht haben finden können. Die brennt nämlich bei jedem Wetter. Oder wir stellen unseren Zunder selber her, indem wir Küchenrolle in Alufolie wickeln, das Ganze in der Glut durchkohlen lassen und das brennt am nächsten Tag wunderbar. Das Feuer ist für uns wichtig, dass wir auch tagsüber hier das ganze Ungeziefer vertreiben, das heißt Gelsen, Wespen und so weiter, die bleiben dann wirklich fern. Das heißt, wir lassen das Ganze den ganzen Tag ein bisschen ein Feuer brennen. Feuer ist für uns wichtig, dass es uns am Abend Wärme gibt. Feuer ist für uns vor allem wichtig, damit wir unsere Gerichte zubereiten können. Vollpumpen, vollpumpen. So viel Hänger, wir müssen vollpumpen. Der steht gut rein, oder? Steht auch gut, gell? Ja, steht richtig gut. Gib die Spuren voll zu. Gib die Spuren voll zu. Bitte nicht nach rechts, das Hänger. Bist du deppert, schau, was ist das Bier, Alter? Schau, das ist zu. Ja, das passt eh so. Ja. Passt nicht. Das ist wie wenn du die Schuhe nicht abgemacht hast. Fühlt sich gut, Alter. Ich geh wieder nach rechts. Flurkerbaumontage, zweiter Hocken.
Und jetzt sind wir bei den Hänger weg. Fahren wir noch einen Baum aus der Zapf. Hoffentlich. Ich glaube, jetzt bin ich safe, aber das weiß man da nie bei dem Unterwasserwald im Naturschutzgebiet. Das ist so rutschig. Das ist so rutschig. Ja, Bombo Kart! Ja! Oh. 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 Ja, ja! Wo müssen wir jetzt? Alter! Ja, weicht aus. Safety Clip, Jolly Haken, steifes D, fängt Freunde, alles richtig gemacht. Hirschbauer, gratuliere! Jawohl! Wie ist ein Fängt? Perfekt in der Unterlippe, genagelt! Perfekt! 15. Das ist er, der Fight im Dschungel. Ja! Ist der geil! Ist das ein Schuppi? Richtig gefordert, Leidl. Unsere Montagen passen. Long Distance Casting. Ja! Und wir bringen sie trotzdem raus. Ist aufgegangen, hey! Unglaublich! Nein, nicht unglaublich wie immer eigentlich. Jetzt haben wir Freitag. Die Jungs schlafen noch, darum auch ein bisschen leiser. Für gestern haben wir über 60 Kilo nachgefuttert. Leider, die Nacht war bis jetzt die, die am wenigsten Aktion war. Wir haben zwei Runs gehabt. Einen verloren und einen gefangen. Zweiter Faktor war, ich habe alles größere Köder versucht zu fischen. Kann auch sein, dass das auf so Naturgewässer der Fehler ist. Ich habe gehabt 20er und 16er Poppy, haben wir schon 20er Boili und 16er Poppy Schneemann präsentiert und einen 25er Wolfter. Und jetzt habe ich in der Früh um 7 Routen raus ummontiert, einen Zickrig rausgestellt und zwei kleine Köder wieder Schwäbchen präsentiert. Jetzt bin ich neugierig, ob das jetzt da mehr Erfolg bringt. Nichts rechts und links zu heben, Freund. Da bleiben, da bleiben, da bleiben. Leute, wir sind gerade beim Zusammenpacken, Alter. Oh, wie Märchen. Und dann kommt der sogenannte Einpackfisch. Ich scheiß mich an, hoffentlich landet mein. Hoffentlich fährt er nirgendwo ein. Wenn ich in der Nacht hätte, wieder einen guten verloren. Oh, aber hoffentlich. Einpackfisch. Yes, yes, yes,
Yes. So Männer, Abschlussfisch, Einpackfisch, klein aber fein. Wir freuen uns mega. Es war eine absolut geile Woche. Ich sag danke Männer. Herrlich, oder? Herrlich. So, die ersten Dreharbeiten sind vorbei. Wild Dreams, willkommen. Wir haben super Fische gefangen. Um die 40 Runs. Leider viele Fische verloren. Heute Nacht da zwei richtig dicke. Aber ja, so ist Fischen. Wir kommen wieder. See you again. Oh! Ja, mach schon mal. Ja, und wie du sagst, Wild Dreams, 8 Tage, 8 Nächte. Es war ein Traum. Nature pure. Das ist Fischen, Freunde. Lass mal eingehen. Sicher. Ja. Danke für die geile Zeit, Freunde. Danke. Ah, das ist wieder mal ein Dicker. Ich werde jetzt schon so einen Hunger rufen. Danke, Männer. Geile Zeit auf die nächste Session. Ich freue mich. Richtig geil. Marceli, danke. Ja.